Willkommen bald werden, dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Willkommen zum vorletzten Spiel des Tages. Hannover 96 präsentiert von Union Investment gegen Hertha BSC Berlin. Präsentiert vom Autor aus Bengatümer. Schiedsrichter der Partie ist Christian Westermann vom Hertha. Wir gehen ins vorletzte Spiel des heutigen Tages. Willkommen zu Hannover 96 gegen Hertha BSC Berlin. Die beiden Null-Punkte-Teams im ersten Spiel. Hannover verlor ja 0:2 spät gegen FC Schalke 04. Und Hertha BSC Berlin mit 2:3 gegen Werder Bremen. Wir sind gespannt, wer jetzt hier zum ersten Mal am heutigen Tag punktet. Hannover ja vorhin auch mit keinem schlechten Auftritt. Das war absolut in Ordnung. Mit einer interessanten Ausrichtung mit einem sehr offensiven Torwart, der sich immer wieder auch in die gegnerische Hälfte einschaltet. Dadurch natürlich etwas Risiko drin. Aber da merkt man, dass Trainer Dennis Spiegel hier auf die fußballerische Entwicklung den höchsten Wert legt und nicht rein an das Ergebnis denkt. Gerade jetzt in der Vorrunde kann man auch viel ausprobieren. Weiter kommen sie alle. Interessant ist das Spiel am Hannover sicherlich hier die Nummer 7. Didier Kehler, der auch der erfolgreichste Torschütze der Hannoveraner mit 5 Treffern. Bei Hertha, glaube ich, gerne 2-Minuten-Strafe gesehen. Das ist ein bisschen mal mit Philipp Göff zählte drauf. Jetzt die Möglichkeit hat dann verpasst. Jonas Michelbrink, den Ball knapp, hat er schon im ersten Spiel getroffen. Gegen Werder Bremen. Nächster Schussversuch hier für die Berliner. Auch hier wieder volles Risiko gegangen. Paul Krüger mit dem Abschlussversuch. Nach der Höhe der Spielklasse sicherlich die Hertaner Favorit, Tabellenfünfter in der Regionalliga, oben dabei, zusammen mit Leipzig, punktgleich. Die Berliner allerdings mit einem Spiel weniger. Man könnte sich also noch vor die Leipziger schieben, wenn man das Spiel gleich zieht. Die Hannoveraner nur in Anführungszeichen in der Niedersachsenliga aktiv, auch da nur Tabellensiebter. Saison läuft nicht hundertprozentig zufriedenstellend für die Hannoveraner. Zu 17 von Hannover 96 ja nicht mehr in der Junioren-Bundesliga dabei.
An der Bande festgehalten, wurde bisher noch nicht so geahndet. Sicherlich dem Regelwerk entsprechend. Jetzt Tempolauf, gute Dynamik von Dennis Chung. Jetzt ein falsches Schiff bekommt. Fährt er wieder am Ball. Versucht nach der Kopf. Ali Gündoğdu. Es ist schon ein Stück weit ja, fast Tradition. Das Turnier gönnt sich am Samstagnachmittag immer so eine kleine Atempause. Das heißt, die Intensität der Spiele ist nicht mehr ganz so riesig hoch. Die spektakulären Szenen werden weniger. Das Ganze schaukelt sich dann wieder im Laufe des Sonntages dann wieder hoch. Spätestens dann, wenn die K.O.-Spiele losgehen. Ilir Kela. Stein schickt er mal. Aus der Distanz. Ja, da könnte gefährlich werden und das war ganz akrobatisch gelöst von Daniel Stojanov. Letztendlich aber dann doch zu ungefährlich. Nächster Schussversuch. Ali. Doktor. Die Berliner ja Rekordsieger dieses Turniers. Viermal war man erfolgreich, zuletzt 2012. Insgesamt 7 Finalteilnahmen, auch das ist absolute Spitze. Bei 16 Teilnahmen insgesamt. Und es waren auch prominente Spieler dabei. Nico Schulz, mittlerweile Profi bei Borussia Mönchengladbach. Kevin Prinz Boateng in Gran Canaria, an Las Palmas unterwegs. Manuel Schmiedebach von Hannover 96 bekannt. Askan Bishagar, mittlerweile in Katar aktiv. Das noch ein paar Namen von Berliner Spielern, die hier aktiv waren und sicherlich werden wir auch in einigen Jahren die Michel Brinks, die Krügers, die Wertmüllers, die Morgensterns, die Chance dieses Turniers irgendwann in der Bundesliga wiedersehen. Immer noch 15 Uhr.
Jungs spielen hier gerade im Freeway Park und man kann unentschieden mal schauen, was hier jetzt noch passiert. Im Anschluss gibt es dann das letzte Spiel zwischen Schalke und Bremen und dem SV Werder Bremen. Und wir haben Müller schon mal reingekriegt. Das ist der erste Treffer des Spiels. Das war schön rausgespielt, geduldig. Sinan Uçar trifft für die Hauptstädter zum 1:0. Ist das noch, oder fällt das erste Tor? Er ist Becky Kürsch, mit Nummer 10, erfolgreich Sinan Uçar. Sinan Uçar, der Torwart. Oh, das war ein Fehler, der wehtut. Und das 2:0, Jonas Michelbrink. Ah, das ist dieses Risiko. Allerdings war natürlich dieser Ballverlust fast mit Ansage. Ja, wieder kleiner Schubser, richtig gesehen. Freistoß für Hannover 96. Geht. Wer die Überzahl wieder da? Klasse rübergehoben und dann gegen die Latte. Es gibt noch Meter. Da ist ein Spieler hier rechts im Bild. Verletzt angeschlagen. Wird hier fast Huckepack rausgetragen. Rufen Wertmüller hat es erwischt. Und jetzt dreht Jonas Michelbrink an für den fälligen 7 Meter, 9 Meter. Schießt, Nachschuss. Wieder pariert. Es bleibt beim 0:2. Und im Gegenzug fast der Anschlusstreffer. Das hätte natürlich nochmal richtig Musik reingebracht hier. Jetzt schnell geht. Das war zu schnell. Das war schön gespielt. Jetzt ist eine 3 gegen 2 Überzahl. Jetzt muss man schnell ausspielen. Das dauert dann zu lange. Hat er den richtigen Weg nicht genommen. Muss er zum Zentrum ziehen, einen Spieler isolieren. Schafft dadurch ein 2 gegen 1. Und kann das ganz entspannt nach Hause spielen. Jetzt haben wir die freie Anschlussmöglichkeit, aber klasse gehalten. Von Robin. So hat den Kart. Stark durchgesetzter. Muss er selber machen, wieder stark gehalten. Hannovers Keeper hält die 96er jetzt im Spiel. Jetzt geht sie selber mit 3 gegen 2 auf die Hertha zu. Aber hier liegt Dena noch nicht so richtig glücklich in seiner Aktion. Das war gut geholt. Klasse gespielt, aber auch dann wieder unglücklich im Abschluss. Also die Hannoveraner ja bisher ohne Torerfolg im Turnier. Und man sieht hier so ein bisschen warum. Die letzte Zielstrebigkeit. Hat er jetzt wieder im Gegenzug. Klasse quergelegt. Paul Krüger reingeschoben. Das war sauber gespielt zum 3:0 zur Entscheidung. Anderthalb Minuten vor Ende der Partie. Hertha wird die ersten drei Punkte im Turnier 2017 einfahren.
Treffer war von Justin Weber, aufgelegt, wie gesagt, von Paul Krüger. Letzte Minute läuft, 3 Tore Vorsprung für Berlin. Frage ist nur noch, bleibt Hannover auch im zweiten Auftritt ohne eigenen Treffer? Oder gelingt es ihnen nochmal? Vorne zu treffen. Freistoß wieder für Berlin. Noch kein 0-0, kein Unentschieden, nur klare Entscheidung. Und dieses Spiel wird einen Sieger finden. Er wird aus der Hauptstadt kommen und er wird Hertha BSC Berlin heißen. Schluss. Berlin gewinnt dieses Spiel mit 3:0. Gleich geht es weiter mit dem letzten Spiel des Tages zwischen Werder Bremen und Schalke 04. Und für das letzte Spiel des Tages.